Wir kommen hier wieder zurück zu Wildflowers. So, noch eine Stunde. Braucht zwar Holz, aber stellen wir 10 Stück her. Was braucht die nochmal für den Ernteschubtrank? Mehr Zeugnisse. 8 Stunden. Ernsthaft? Oh Mann. Dann brauche ich Seetang und da. Na komm, stellen wir mal 2 her. Kann man immer mal gebrauchen. So. Gut, unten hatten wir alles erledigt. Die Bäume lasse ich erstmal wachsen. Things I want, but don't yet have. Get off the ground and in my bag. No. Das wollte ich. Und dann schneller laufen. The time for walking. Danke. So, dann bin ich jetzt wieder ein bisschen schneller. Ist besser und ich sammle alles ein. Meine Aufgabe ist jetzt also das Sommerfest. Mais, Erdbeeren und Baumwolle. Und ja. Nee, also ich weiß nicht, diese Aufgabe. Er ist mir eigentlich egal. So, so sieht's schön aus. Oben ist repariert, aber oben kann ich jetzt erstmal Bäume fällen. Das würde, glaube ich, jetzt am meisten Sinn machen, damit ich ein bisschen Holz habe. Ja, doch. Fällen wir oben erstmal die Bäume. That makes the most sense ever. Denn Holz ist wirklich wichtig. Mal von der Erde ganz abgesehen. Honig ist auch wichtig, aber ich brauche halt auch Schwarztee. Und ich habe schon gelesen, Truppe, dein Schwarztee, den bekommst du in einer anderen Saison. Toll. Also muss ich wieder die Saison wechseln, oder was? Das erste Sommerfest vorbei sein? Nein, ich mach's vorher. Weil ich ja immer noch glaube, dass wenn ich den entsprechend hoch habe, ich dann irgendwann den Schwarztee kaufen kann. Ist so meine Vermutung. Na gut, das sind nur meine 50 Cent zu der Situation. Meine 50 Cent, ne? Nicht alles. Ja. Ich hoffe mal, dass ich damit jetzt endlich nach oben komme. Du bringst mir gar nichts, du auch nicht. Verdammt, er hat geschlossen. Hier hatte ich schon voll. Mit ihr habe ich auch schon gesprochen. Mit dir noch nicht. Also Kai, sag mal was. Hey Kai, you making anything for the summer festival? No way. Which is better for everyone, trust me.
Damon had to put a sign above his stove that says, Kai, don't walk away if the burner is lit. Na gut, es kommt drauf an, wenn du einen Timer stellst, kannst du ruhig weggehen, also. Mit Amira schon gesprochen? Nein, mit Amira hat sie nicht gesprochen. Have you met the new meteorologist yet? It's nice to meet someone else who geeks out over data and peer-reviewed studies. Even if hers are about hurricane patterns and mine are about flu statistics. Stellt euch mal eine Beziehung mit ihr vor. Weiß immer nicht, was sie will. Erkältungsstatistik, nee. Das ist ein Kraut, ja. Darüber freut sie sich bestimmt. Frage ist halt, bringt das überhaupt was? We have chickens now, Grandma. Well, a chick. Parker fixed up the coop. It looks just like it did when I was little. Es ändert nur die Musik? Ist das der Grund dafür? Und die Musik ändern kann? Hey, Parker. Since the weather's gotten so warm, Cameron held our last Sunday meeting on the beach. I don't see why the rest of the town doesn't come. You get to sit by the ocean with your friends. Eifeld und... Soweit habe ich dafür alles. Nur die Erde fehlt. It's great that Thomas is helping out with the summer festival snacks this year. He usually grumbles anytime someone brings up the summer festival. I wonder what made him change his mind. Echt, liegt das an Sophia? Oh. Na komm, du kannst größer wachsen. Einen Pilz nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Und wir reden mit Juliette. Mom said it would be good for me to go to the beach since it's so nice out. But what would I do? Like sit on a towel and stare at the water? Einige mögen das, ja. Magst du Fischstäbchen? Nö. Und ist noch nicht wirklich gestiegen nach oben. Komm, du kriegst mal Pilze. Schade, dass man hier nicht mehr machen kann. Aber dafür sind wir ja da, um das herauszufinden, was kann man jetzt hier alles machen. Und ich habe gelesen, ich muss mal auch abends wieder hingehen. Das heißt, dann machen wir das mal. Machen wir herausfordernd, hoffen mal, dass sie jetzt gleich schnell ankommen. Alle reingedackelt, so. Tack, 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 tack. Ich warte hier auch gerne beim Shelby. Und schaue, wie er dann dahin geht. Zum Zirkel. Zum Hexenzirkel, Magierzirkel. Zirkel der Nacht. Magischer Zirkel. Zirkel der Weisen, Zirkel der Maskenträger, Maskenzirkel. Ich könnte mir jetzt noch so viele Zirkel, glaube ich, einfallen lassen. Ich glaube, das würde die Folge sprengen, wenn ich jetzt alles, was mit Zirkel irgendwo zu tun hat, da erwähne. Oh, hi Cameron. The summer festival seems fun and all, but doesn't it also seem like old-fashioned superstition? What's the harm in that? Well, after Otto's town hall meeting in the spring, we might want to cut down on superstitions. But that's just 2 cents from the newish guy. Also ich finde eigentlich so alte Traditionen nicht so schlecht, muss man sagen. Einigen kann man sagen, ja, muss das sein, aber bei anderen Sachen sage ich mir, ey, das ist Tradition, das macht man jetzt schon seit Jahren.
warum sollte man damit aufhören? Und irgendwann kommt auch die Jugend dazu und sieht das dann auch. Aber es dauert seine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber es gibt wirklich Sachen, wo ich sage, ja, Tradition. Das gehört dazu. Das ist einfach eine Art, wie man etwas lebt, wie die Gemeinschaft sich da entsprechend entwickelt und alles drum und dran. Und deswegen, ja, es ist halt eine Tradition, das Oktoberfest, in Niedersachsen dann das Schützenfest. Okay, es gibt es ja auch, aber in den anderen. Guck mal, wie schnell er läuft. Wo läuft er hin? Beobachte ihn jetzt mal. Okay, kommt. Er dürfte jetzt eigentlich noch nicht da sein als Wahrsager. Er ist noch nicht als Wahrsager da. Er kommt gleich noch. Kommt, Leute, das muss der alte Shelby sein. Wo ist er? Wo ist er? Wo kommt er? Kommt er angeflogen? Kommt er angelatscht? Oh, eine Aufgabe. I've been reading this journal. It belonged to Grandma and... Oh, thank goodness. Oh, I know Hazel took the journal in for rebinding. I'm glad that it's safely back in your hands. There are entries that mention the fairies. Does Fairhaven have fairies? You still have much to learn about the magic on this island. But before I tell you more about that, you must prove that you understand us. As a coven, speak to the Farseer Witch. He will explain. Ist er denn wieder da? Nö, er ist noch nicht da. Shelby, wo bleibst du? So, I hear you're the one who welcomed the meteorologist to town, Tara. Yeah, Otto Mullen forced me for the job. But Giva seems nice, so I didn't mind. She may be nice, but her presence here could be dangerous. She came here to look into Fairhaven's weather patterns. We caused those weather patterns. Er hat aber nach dem Wetter gefragt. She did ask if I knew anything that would explain the weather anomalies. That's exactly what I'm worried about. If she's a competent meteorologist, she'll dig far enough into the island's weather that she just might find us at the center. We should all keep an eye on her discoveries. Oh, wait. No. I don't think that's what Grandma would have wanted. Didn't she warn us against this exact attitude? Even if Giva does uncover something that points to us, that isn't necessarily bad. Maybe she's trustworthy. I wish I agreed with you. But as witches, we can never be too careful. We're not only responsible for our own safety, but the safety of the entire island. Even the parts beyond the veil. Ah, das ist ja das Shelby endlich. Heard you've been asked to help with the summer festival. Yes, Sophia asked me to fetch wood for the bonfire. Balefire, you mean? Witches have been celebrating the solstice with balefires for millennia. Non-witch folk came along, kept the custom, changed the name. So it goes. They only remember part of the legend. How does the coven celebrate the festival? Oh, we join in with the rest of the town at the balefire. Our own traditions, we keep to ourselves. Say, you got any milk and honey? What for? Oh, is it another potion? You gotta learn your summer rites, novice. We leave offerings for the fey folk every summer. It's tradition. Okay, well, honey, I can handle. But milk, I don't have a cow. The island will provide. Are you telling me to just search for a cow? Ich hab doch schon alles. Also, hier bitte. Here's your milk and honey, Farseer. That'll do. I'll leave some out for the fey folk. What will you do with the rest? Put it in my tea, of course. Fool question. Your gran wasn't a fan of our masks. But rules are rules. You've got to earn our trust before we can reveal who we really are. Unless you think you can guess my name. Rumpelstiltskin. Ah, don't be calling the Fae folk unless you mean it. Now,
You're to complete a test. Each member of the Coven will ask you for a magical item. You're to bring it to them. Sounds easy enough. During the day, in town, if you give it to the right person, we'll say so. What? But what if I give it to the wrong person? Won't Cameron freak out if I give him some magic doodad? Don't worry. Civilians can't read incantations. It just looks like a blank piece of paper to them. I'm to set you the first task. It has to do with time. Oh, time travel? How far back can I go? You're not ready for that yet, novice, but you can try pausing time for a moment to give you long enough to finish what you've got to do. It will only work while you're in the place you read this spell. Once you leave that space, time will resume its course. Here's what you need to write the spell. Come to me during the day when you've finished it. Okay. Neue Zauberformel. Hey, wir dürfen die Zeit anhalten. Olle, olle. Does every witch here just accept the fact that seasons have to get turned? Like mattresses? No, not at all. It was hard for me to accept, too. What I learned is that places close to wellsprings are easily untethered from the realities of our world. For example, weather. Glaube ich, dass ich weiß, wer das ist. I'm not the newest witch in the coven anymore. Now you have to run errands for everyone. Oh, that doesn't stop? Nope, it's in the fine print. Sorry. Sie? Wartet mal. Sie klingt wie... Ina. Blaue. Aber... Wer könnte die andere sein? Könnte Sophia sein, könnte aber auch Violet sein. Violet ist auch relativ neu, aber Violet hätte ich jetzt nicht in einem grünen Gewand erwartet. Ah, da fällt mir ein, die Zeit schnell einstellen. Ich brauche keinen Zauber. Ich habe die Optionen. Aber dann schauen wir mal, was wir für den Zauber brauchen. Für die Zauberformel. Bin ich zwar schon oben, aber naja. Was soll's. Dip, dip, dip. Aber jetzt müssen wir auch noch erraten, wer wer ist. Das ist viel schlimmer. Oh, ist fertig. Perfekt. Wunderwuchstrank? Nein. Sollen wir dem alten Shelby geben? Sprich nach dem Sommerfest mit dem Wahrsager, um herauszufinden, ob deine Gabe den Feen gefallen hat. Toll. Jetzt müssen wir eigentlich bis zum Tag warten, aber... Ich möchte natürlich, dass hier dieser Sachen ernteschubtechnisch zack besser dastehen beim nächsten Mal. So, dann können wir jetzt schlafen gehen. Und dann schauen wir mal, ob uns das wirklich so viel bringt. Donnerstag. Wir gehen erstmal runter. Und unseren Trank. Und brauen einen neuen. Und dann schauen wir mal. Wie viel bekomme ich da mal raus? Ein. Und vier. Zwei. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das wirklich so gut finde. Dann zwei rausbekomme, statt einem. Also natürlich finde ich es gut, aber ob es das halt rechtfertigt. Oh. Zuckerrohr. Das ist doch schön.
Ja, da kann ich leider nicht gießen, aber da könnte ich, glaube ich, noch gießen. Über das Gießen reden wir später nochmal. Was kann ich denn jetzt hier pflanzen? Hier könnte ich noch pflanzen. Ein Apfelbaumsetzling, wartet mal. Die Zeit läuft nicht weiter. Warte 15 Tage, bis ein Apfelbaum wächst. Orangenbaum. Fünfzehn Tage, das ist... Oh. Nee. Mal dann anders. Hello, Kitty, 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 Kitty. Listen to that purr. Okay. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich habe mal meine 6 Eier bekommen. Yay. Gut, ich mache jetzt erstmal hier die Kuh füttern, die ich nicht füttern darf. So. Und ich bereite jetzt hier alles vor für die nächste Folge. Das heißt also, ich fütter die jetzt und mache die ganzen Eier, beziehungsweise, ne? Ihr wisst, was ich meine. Streichle die ganzen Hühner. Ich bedanke mich jedenfalls schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.